Willkommen zum Unboxing des Nexhoc G513 Gaming Notebooks. Ich würde sagen, wir packen das Gaming Notebook direkt mal aus. Dazu muss das Ganze erstmal aufrecht gestellt werden. Natürlich. So. Und das nochmal auf der anderen Seite aufschneiden. So. Quer durch. So. Und da findet sich natürlich erstmal die Rechnung. So. Das Ganze kommt in diesem schicken, tragbaren Karton, also quasi der Karton im Karton. Und ich würde sagen, auch den machen wir auf und gucken rein. Und da begrüßt uns auch schon das G513, was etwas schwierig ist. Das hat die Verpackung. So. So, also, zuerst einmal befindet sich natürlich das Gaming Notebook selber in dem Karton und dann natürlich auch noch, damit das Ganze voll nutzbar ist, das Netzteil. Was dann in dem Karton rechts neben dem Gaming Notebook vorzufinden ist. Und da haben wir dann das große Zubehör, das heißt Netzteil und Akku sind mit dabei. So viel also zur Verpackung und ich würde sagen, das Gaming Notebook, das schauen wir uns direkt mal ein bisschen genauer an. Natürlich ist jetzt der Akku noch nicht eingelegt. So, das Ganze kommt auch doppelt verpackt und so sieht das Ganze dann also aus. Wenn wir uns das Notebook angucken, dann finden wir hier rechts schon eine ganze Menge Schnittstellen. Das heißt, ein Slot für Speicherkarten verschiedener Art, einen eSATA-Port, zwei USB-Ports, ein LAN-Anschluss und ein IEEE-Anschluss. Da hinten dran gibt es natürlich auch noch ein paar Anschlüsse. Dazu zählt unter anderem ein HDMI-Anschluss und natürlich auch der Anschluss fürs Netzteil. Und rechts gibt es dann noch einen weiteren USB-Anschluss sowie die verschiedenen Audioschnittstellen. Und das Ganze klappen wir auch direkt mal auf, um uns das noch näher anzuschauen. So sieht es also aus, in aufgeklapptem Zustand. Und hier natürlich ganz normale Anordnung. Vorne hier befinden sich die Lautsprecher des Systems. Dazwischen natürlich die Tastatur. Und hier unten das Touchpad samt Fingerabdrucksensor. Hier oben gibt es noch die Webcam, wie sich das gehört. Und das ist im Großen und Ganzen das Nexhoc G513. Das war es also von diesem Video. Wenn irgendwelche Fragen da sein sollten, dann einfach damit unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!